Lost the Champions League Prognose, check. Und heute reagiere ich ein letztes Mal in der Gruppenphase darauf. Ich sage ein letztes Mal. Blamier, meine Freunde. Wir starten mit Porto gegen Atletico Madrid. Porto hat jetzt tatsächlich auch mal ein Spiel gewonnen. 4:0 auswärts in Brügge einfach. Und das ist einfach so. Ich habe überhaupt keinen Plan mehr, was ich getippt habe. Jetzt gegen Atletico. Sie haben die besten Chancen. 9 Punkte, Atletico nur 5 Punkte. Und die betteln sich nur mit Bayer Leverkusen um die Europa League. Atletico kann noch Erster werden in dieser Gruppe. Atletico, das andere Spiel gegen Porto 2:1 gewonnen, der einzige Sieg von Atletico. Ich bin einfach dumm, Freunde. In der Gruppenphase. Aber ich glaube, Porto hat Lunte gerochen und Porto holt einen Punkt. Ich glaube, ein Sieg geht sich nicht, oder? Na komm, 1:1 und Porto wird zumindest als Zweiter in die K.O.-Phase reingehen. Dort 2:1 Sieg, aber ja, sie sind weitergekommen, also war auch richtig. Auf jeden Fall nicht reingehen wird Juventus Turin, denn die sind 8 Punkte hinter dem zweiten Benfica in der Gruppe und ich habe nachgerechnet, das geht nicht mehr in einem Spiel. Schwierig. Aber jetzt noch das Spiel gegen Paris Saint-Germain zu Hause in Turin. Gegen Porto hat Juve ja schon mal verloren, aber jetzt sind... Ich glaube, ich habe 3:2 für Paris getippt. Bis hier ist es okay noch. Und ich glaube, da wird ein richtiger Kracher kommen. Oh. Und Juventus wird sich nochmal richtig aufbäumen. Noch einmal zeigen, Junge, das war so nicht geplant, diese Niederlage. Okay. Und wird mit 2:6 gegen Paris 2:6, das ist fast das Ergebnis von Maccabi Haifa gegen Benfica. Das ging 1:6 aus. Vielleicht etwas überzogen, aber... War ein Witz. Ja, tipp mal ein 2:3 für Paris Saint-Germain. Es ist 2:1 ausgegangen. Tendenz wieder gestimmt. Tendenz richtig. Gleich noch in der Gruppe. Maccabi Haifa gegen Benfica, Lissabon. Benfica auch schon fix weiter. Da geht es noch um den Gruppensieg. Also es geht zumindest noch um was. Ja. Aber ich glaube, ja, da müsste dann die Tordifferenz zählen. Denn unentschieden haben sie gegen PSG gespielt. Sie müssen aber 4 Tore aufholen. Ich sag, sie werfen alles nach vorne, gewinnen das Ding mit 4:1. Aber es wird sich halt nicht ausgehen für den ersten. 4:1, es ging 6:1 aus, sie haben alles nach vorgeworfen, sie haben die 4 Tore aufgeholt und sie sind tatsächlich Gruppenerster wegen mehr Auswärtstoren, weil sie auch hier wieder 4 geschossen haben. Zweiter trotzdem. 6 geschossen haben. Freunde, bleibt natürlich wie immer dran, denn am Ende geht es noch meinen Spieler des Spieltags. Für den Spieler des Spieltags wäre natürlich ein Spieler immer zu haben, von Manchester City Erling Braut Haaland, aber dazu müsste er dann auch wieder von Pep Guardiola mal aufgestellt werden. Man ist in der Gruppe schon fix Erster, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also hat wieder nicht gespielt, ne? Also. Besseres Torverhältnis und 3 Punkte mehr als Dortmund plus die direkten Duelle. Und ja, gegen Sevilla. Sevilla ist wirklich ein Schatten seiner selbst. Auswärts in Sevilla 4:0 gewonnen. Jetzt zu Hause wird man es lockerer machen. 3:0 und ja. Es ging 3:1 aus. Es ging 3:1 aus. Da war wirklich, das war, also, Nia, kannst du nicht dran sein. Ganz solide im Achtelfinale stehen. Und wenn wir schon in der Gruppe sind, dann gehen wir halt zum BVB, die ja jetzt gut in Form sind gegen Frankfurt, allerdings noch glücklich, vor allem mit dem Schiedsrichter etwas glücklich gewonnen haben. Aber darum geht es ja nicht. In der Euroleague Kopenhagen noch keinen Sieg in der Gruppe. Zweimal unentschieden gespielt. Ich glaube sogar zweimal. Da habe ich Sieg Dortmund getippt. Was soll denn von Kopenhagen jetzt groß kommen? Sie können Dortmund auch nicht mehr ans Bein pinkeln, denn die sind auch schon fix weiter. Ja. In die Euroleague können sie auch nicht mehr kommen. Ja, die werden sich auf die Meisterschaft konzentrieren. Dortmund macht's. Glanzlos und im Schongang mit 2:0. Es ging 1:1 aus, wieder 2 Tore, nur halt verkehrt verteilt, aber so weit weg war es jetzt. Und weil wir ja schon Porto gemacht haben, machen wir jetzt noch Leverkusen. Kopenhagen einfach nichts zugetraut. Brügge ja Erster und wie gesagt auch schon. Einfach mal auf Sicherheit getippt. Ne? Einfach mal auf Sicherheit getippt. Beten, dass sie die einfach bekommen im Achtelfinale. Und Leverkusen will sich sicher noch für die Euroleague qualifizieren. Jetzt in der Liga. Ja, Leverkusen läuft auch haben in der die Liga was gemacht? Nicht wieder eine Niederlage eingefangen. Hat Leverkusen das gerissen? Ich weiß Brügge, nicht. Die sind da. Habe ich da 0:0 wirklich getippt? Es wird halt passen, wenn Leverkusen irgendwie sich in die Euroleague mogelt. Und nee, komm, sie schaffen das nicht. Sie spielen 1:1 gegen Brügge. Brügge geht als Erster durch. Yes! Leverkusen fällt raus. Yes, 1:1. Es ist 0:0 ausgegangen. Also unentschieden richtig getippt. Das ist stark. Brügge, was das ist stark. Wie weit kann Brügge in diese Saison kommen? Champions League Sieg? Schreibt es in die Kommentare. Fällt das andere deutsche Team dann auch noch aus? Eintracht Frankfurt, letztes Jahr Euroleague-Sieger, jetzt Dritter in der Tabelle, aber einen Punkt vor dem Viertplatzierten und einen Punkt hinter dem Erstplatzierten. Also da ist alles offen. Sporting, das direkte Duell um den zweiten Platz. Und theoretisch, wenn die beiden unentschieden spielen und Marseille gewinnt, dann zieht Marseille an ihnen vorbei. Ja, da war jeder mal Erster und jeder Letzter, glaube ich, in der Gruppe während des Spiels. Also da ist die Spannung ganz, ganz riesig. Zu wild die Gruppe. Und Frankfurt, zu wild. Ich mache es jetzt wieder mit der... Ich glaube, dass Frankfurt nicht weiterkommt. Deshalb tippe ich, dass Frankfurt das Spiel gewinnt. Dann ist mir keiner böse, weil ich für Frankfurt getippt habe. Ich tippe ein 2:1 für Frankfurt.
2:1, das Spiel ist 2:1 ausgegangen. Umgekehrte Psychologie, das ist es, Freunde. Das aber ist es. Clever. Wie das meistens so ist. So smart von mir. Genau in die andere. Nee, war genauso. Genauso wie es. Perfekt. Wie gesagt, bei Marseille, wie gesagt, die sind absolute Achterbahnfahrt und das trifft auch in dieser Champions League-Saison zu. Und sie könnten theoretisch ja jetzt noch vorbeispringen an Tottenham mit einem Sieg und dann wäre die Gruppe sowas von wild. Und irgendwie würde ich mir das gerne angucken. 2:0 für Tottenham, aber ich sag Alexis Sanchez macht 2 Tore. Und Tottenham gewinnt. Tottenham verliert mit 2:1 gegen Marseille. Es ist 2:1 für Tottenham ausgegangen. Ergebnis hätte nächstes Topspiel in Gruppe A, die Rangers gegen Ajax Amsterdam. Interessiert eigentlich keinen. Ajax hat 3 Punkte und -7 Torverhältnis. Die Rangers keinen Punkt und -18 Torverhältnis. Und ohne Punkt rausgehen, tut zwar weh. Wird aber, ja, könnte wird eigentlich das passieren? Doch, die machen ja, wenn Ajax da jetzt irgendwas macht. 3:1 für Ajax. Ranger. Das ist auch 3:1. Jetzt werde ich aber verrückt. Das ist 3:1 für Ajax ausgegangen. Das ist richtig. 3:1 für Ajax. Absolut enttäuschend, was ihr dieses Jahr gemacht habt. Nennt mich noch einmal schlecht beim Tippen. Hier 6. Spieltag. Push und Fabi reißt ab. Warum habe ich Fabi gesagt? Ich reiße ab. 15 Punkte bisher. 5 Siege. Holy smokes. Also noch die Chance auf die perfekte Gruppenphase. Gemeinsam mit Napoli, aber die kommen später noch. Und gegen Inter Mailand, es geht für beide Clubs um nichts mehr, denn Bayern hat schon fix den ersten Platz. Inter ist schon fix weiter. Ja, keine Ahnung, was man da wird wahrscheinlich ein bisschen rumgetestet. Schupo Goating macht sicher wieder sein Törchen. Und ich sage, ja komm, sie machen es. Ja, die Bayern wollen das auch schon gewinnen. Ja, ich tippe wieder viele Tore. Soll ich 3:2? Nee. Scheiß drauf, komm, 3:2. Ich bin heute ein Mann des Risikos. Nein, 2:0, aber immerhin Sieg Bayern. Bekommst du mir vielleicht das war jetzt nicht so schwierig. Ich will den Keks. Gesagt, auch Napoli mit 5 Spielen und 5 Siegen in dieser Gruppe mit einem Torverhältnis von +16 vor Napoli, vor Liverpool auch 4:1 im ersten Spiel weggefegt. Es geht auch hier um relativ wenig, wenn sie nicht irgendwie hoch verlieren sollten. Und ich glaube, Napoli, Kvaratskhelia macht's doch schon irgendwie. Ja. Und ich sag 1:0. Eine Niederlage ist in Ordnung. Ja, Moment mal, die haben immer so viele Tore verloren. Und jetzt 1:0. Ja, komm. Mama ist ein bisschen... Mama 2:0. Oh Gott. Ja, 2:0 hätte gestimmt, wenn es für Liverpool gewesen wäre. Gut, einmal 0 Tore gemacht, kann passieren. Ist das nächste Spiel und da geht es direkt um den zweiten Platz, denn der Sieger aus dieser Partie geht ins Achtelfinale und Mailand reicht auch schon ein Unentschieden. Das war auch das Ergebnis im ersten Spiel. 1:1. Salzburg hat es nicht gemacht. Ja. Den habe ich, glaube ich, was zugetraut. Salzburg macht das irgendwie auswärts. Nee. Mailand wird zwar gut verteidigen, aber kein Tor machen. Und Salzburg murmelt einen irgendwie rein und Salzburg geht wieder ins Achtelfinale. Genau, es ging 4:0 für Liverpool. So wie der FC Chelsea, der zu Hause gegen Dinamo Zagreb spielt. Für Zagreb geht's, theoretisch noch um die Euroleague. Aber ja, Chelsea ist Gruppenerster, wird sich da nichts anbrennen lassen. Auch wenn sie gegen Zagreb eine offene Rechnung noch haben am ersten Spieltag, da hat ja Zagreb gewonnen, aber ansonsten nur einen Punkt geholt. Und ich glaube, Chelsea wird das dieses Mal relativ souverän. 4:0. 4:0 ist vielleicht ein bisschen das falsche Partie, 4:0. 2:1, aber Sieg. Zum einen Shakhtar Donetsk gegen RB Leipzig, da ist es auch theoretisch noch möglich, dass Shakhtar Donetsk an Leipzig vorbeigeht mit einem Sieg und ins Achtelfinale einzieht. Oder eben in die Euroleague geht. Das entscheidet sich zwischen diesen beiden Mannschaften, Real und Celtic, fix weiter. Aber das ist natürlich die Frage, ob Leipzig das... Ich tippe hier auf ein knackiges 1:1 und Leipzig geht damit ins Achtelfinale. Es ging 4:0 für Leipzig aus, ein bisschen weit entfernt. Und das Beste kommt zum Schluss, Titelverteidiger Real Madrid gegen Celtic Glasgow. Celtic mit 2 Punkten, auch noch kein Sieg. Stark. Und Real hat sich, gegen Schalke verloren, oder gegen Leipzig letzte Woche verloren, ein bisschen durchgemogelt trotzdem. Ja, aber man muss halt noch nicht wirklich liefern. Und ich sag, dieses Mal macht Celtic ein Tor, 3:1, aber Real, ganz überreden. Es ist 5:1 ausgegangen, aber Celtic hat das Tor gemacht, das war nicht weit entfernt und insgesamt ein sehr guter Spieltag von mir. Bravo, Fabi. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, wird dir sicher auch das hier gefallen. Also hier klicken und angucken.